Hey Leute, ich bin's Conny und heute reden wir mal über das nächste Pet Simulator Update, denn das nächste Update, das steht schon am nächsten Samstag an und zwar am 24. Februar 2024. Ich werde euch alle Update-Leaks zeigen, die es zu diesem Zeitpunkt, wo ich aufnehme, schon gibt und vorher werde ich mich einmal in die letzte Welt teleportieren, damit meine Pets so lange farben, weil ich bin natürlich immer noch hart beschäftigt mit dem Clan-Battle. Deswegen hier immer schön brav die Kisten abbauen und natürlich auch meine Pets farmen lassen mit ein paar Magnet-Flags, damit ich auch was davon habe. So, aber dann geht's zurück zum Spawn, damit wir endlich über die Update-Leaks sprechen können, weil ich möchte euch da gar nicht warten lassen. Denn was das nächste Update angeht, sind viele Sachen schon klar. Am Ende der letzten Welt steht eine Riesenrakete, das heißt, es geht ab in die nächste Welt. Es wird keine neue Area hinzugefügt, sondern es gibt eine neue Welt. Es geht auch nicht durch das Portal da hinten, wie manche dachten, dass es da dann in die Fantasy-Welt geht. Nein, es geht scheinbar direkt in die Tech-World. Oder vielleicht heißt die auch Moon, wer weiß. Die Leaks sehen aber sehr nach Tech-World aus. Bevor wir aber zu den Tech-World-Leaks kommen, schauen wir uns einen anderen Leak an, da wir die einfach in der richtigen Reihenfolge abgehen. Und dafür gehen wir einmal auf Twitter. Auf Twitter sehen wir hier einen Post vom 7. Februar, der ist schon etwas länger her. Da hat Big Games ein Video gepostet, in dem sie zeigen, dass das Inventar jetzt endlich sortiert ist. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, warum das Magic Coin Jar bei den Boosts zu sehen ist. Oder TNT. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, was diese Unterteilung soll. Vielleicht wird das dann auch geändert, aber wir können uns einmal das Video anschauen. Wir klicken hier auf Play. Und er scrollt hier runter. Boxes, Cosmetics. Da ist sogar so ein Stift, also ein neuer kleiner Leak. Ein Rainbow-Stift. Wofür der da ist, wer weiß. Dann sehen wir hier Flags, Früchte. Und die Früchte sind hier auch wieder einzeln und nicht mehr so doppelt. Vielleicht werden sie das auch endlich wieder fixen. Dann die Giftbags, wo alle Arten von Gifts drin sind. Also sowohl die Weihnachtsgifts, als auch die Charmstones, die Chests und die Bundles. Dann sehen wir hier die Keys, wo die Keys und die Keyteile sind. Wir sehen hier einen goldenen Key. Wofür der da ist, wer weiß. Ich weiß es nicht. Schreibt eure Vermutung gerne in die Kommentare. Wir scrollen weiter runter, dann hatten wir da die Samen und jetzt kommen hier die ganzen Tools, die man halt wirklich echt nicht will, außer halt dieses Slingshot, die man ab und zu mal braucht, wenn da oben so ein Luftballon fliegt. Vouchers, interessanterweise gehören zu den Vouchers auch die Coins dazu, die Index-Coins und dann halt noch andere Sachen wie die Ornamente, die Shards oder halt einfach Müll. Hier unten ist auch noch eine Banane, habe ich noch nie gehabt, eine Bananenschale, vielleicht ist das auch ein Trash-Item, das man irgendwie bekommen kann bei einem Minigame. Habt ihr schon eine Banane? Wenn ja, dann schreibt's mir mal in die Kommentare, weil ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es auch etwas, was erst mit dem nächsten Update kommt. Da haben wir auf jeden Fall schon jetzt eine Menge gesehen. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Leaks, die zustande gekommen sind, weil das war gerade mal der 7. Februar. Wir haben jetzt schon den 20. Februar, wo ich das aufnehme. Ihr seht das wahrscheinlich am 21. Februar. Und wir sehen hier direkt den Shop in der nächsten Area. Und das sieht sehr nach der Tech-World aus. Hier sind überall so Tech-Sachen, oben dieselbe Skybox wie in der Tech-Welt in Pet Simulator X. Vielleicht werden sie die Skybox noch überarbeiten, wer weiß. Aber das wird auf jeden Fall die Tech-Welt. Es gibt auch wieder hier ein Active Huge Pet vom besten Ei, das es geben wird. Und wir sehen hier richtig viele Reihen an Eiern. Lass mich das mal zählen. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es exakt 100 Eggs. Es kann sein, dass ich mich verzählt habe, aber ich glaube, das sind wirklich 100 Eggs, die wir hier sehen. Dementsprechend wird die nächste Welt auch wieder entsprechend groß ausfallen. Ich sehe gerade, ich habe die ganze Zeit diese Dinger da auf meinem Gesicht. Ich stelle mich mal anders hin. So könnt ihr mein Gesicht betrachten. Und wir gucken uns die nächsten Sachen an, weil auf dem Bild gibt es ja nicht so viel zu sehen. Und auf dem nächsten Bild sehen wir die Mastery is coming. So many perks. Wenn ihr es noch nicht kennt, in Pet Simulator X gab es eine Mastery. Die hat man übers Inventar geöffnet. Und dann waren da einfach solche Sachen wie die Achievements, die nach oben zählen. Und wenn man die Masteries voll macht, zum Beispiel, ihr seht hier Breakables Mastery. Man muss einfach Breakables breaken. Levelt dann auf und je höher das Level ist, desto mehr Perks bekommt man. Wenn man Level 70 ist, kriegt man mehr Mini-Chest-Loot. Mit Level 80 kriegt man mehr Flex-Loot. Mit Level 80 bekommt man scheinbar auch Respawn 2, was vielleicht bedeutet, dass die Sachen schneller respawnen. Ich weiß es nicht. Dann sehen wir hier noch Better-Loot mit Level 90, also wahrscheinlich bessere Drops. Oder vielleicht einfach nur mehr Coins, wer weiß. Dann haben wir noch Flag-Duration, das Flaggen länger andauern, was ich auch interessant finde, weil Flaggen sind ja eigentlich immer global gewesen. Aber vielleicht hängt das davon ab, welche Flaggen man selbst platziert. Dann haben wir Golden Breakable 2. Vielleicht die Chance, dass Breakables Gold sind, ohne dass man Midas Touch braucht, Respawn 3 und so weiter. Dann sehen wir hier noch eine Potion Mastery. Wahrscheinlich, wenn man Potions aktiviert, eine Enchant Mastery. Oder vielleicht, wenn man Potions zusammencraftet. Das ergibt mehr Sinn. Wenn man Potions upgradet, wenn man Enchantments upgradet, dann haben wir hier noch eine Merchant Mastery. Wahrscheinlich, wenn man Sachen vom Merchant kauft. Und eine Egg Mastery, vielleicht vom Egg Hatchen. Wer weiß. Und ganz interessant, unten hat Big Games noch getweetet. One of the perks will buy Wendings automatically for free. Und das finde ich wirklich huge.
Das bedeutet, dass wenn man irgendeine der Masteries, wahrscheinlich ist es die Merchant Mastery, vielleicht gibt es aber auch noch eine andere, auf einem gewissen Level hat, wahrscheinlich das maximale Level, dass diese Vending Machines immer automatisch leer gekauft werden und es nicht mal was kostet. Und das ist ziemlich huge, das könnte ich jetzt im Clan Battle sehr gebrauchen, weil ich habe noch ein Achievement nicht, bei dem ich wirklich die ganze Zeit die Vending Machines leer kaufen muss. Und das werde ich nicht schaffen bis Freitag, es sei denn, ich farme wirklich 24/7 aktiv durch. AFK-Farmen ist eine Sache, aber die Vending Machine noch 4000 weitere Male oder 3900 weitere Male benutzen, das ist bei mir einfach nicht drin. Das ist halt wirklich nicht drin. Aber wenn ich schon dabei bin, kann ich ja einmal noch zum Merchant gehen, den leer kaufen für die eine Quest. Ach, das habe ich noch gemacht. Na gut, aber die Kiste kann man immer abbauen. Da unten die Belohnung mitnehmen und dann oben noch einmal die Vending Machine leer kaufen. Vielen Dank für die Früchte. Aber dann kommen wir schon mal zum nächsten Update Leak. Und der nächste Update Leak ist Teleport Features. Regatti, one of many fixes next update. Wir sehen, beim Teleporter hat man jetzt die Möglichkeit zu filtern. Nach Gifts, nach Maschinen, nach Minigames, nach Vending Machines und nach Merchants, was ich sehr, sehr entspannt finde. Man kann aber scheinbar noch nicht nach großen Kisten filtern, weil das ist ja auch eine Sache, zu der ich mich gerne mal teleportiere. Aber große Kisten sind scheinbar nicht drin. Dann hat man hier die Möglichkeit, wahrscheinlich sich in der normalen Welt zu teleportieren. Hier dann in der Tech World oder auf dem Mond, vielleicht heißt es ja wirklich Mond, zu teleportieren. Und dann hat man hier noch die Möglichkeit, zum Trading Plaza sich zu teleportieren und dort dann wahrscheinlich normale Trading Plaza oder Pro Trading Plaza Server auszuwählen. Und wenn ich gerade so drüber nachdenke, gibt es in Pet Simulator 99 gar keine Voice-Chat-Only Trading Plazas mehr. Hat sich wahrscheinlich nicht durchgesetzt. Gucken wir uns den nächsten Leak an und das wäre das hier. Ein riesiger Tornado, der einfach über die Area fegt. An sich ist das nichts anderes als zum Beispiel auch eine TNT-Crate, nur dass sie halt in einem anderen Muster die Breakables abbaut. Das ist wahrscheinlich einfach ein Item, das kann man auslösen und dann passiert sowas. Vielleicht ist es aber auch eine Fähigkeit, die von einem Enchantment Book kommt oder von einem Charmstone kommt. Wenn ja, dann wäre das auf jeden Fall ziemlich cool, wenn es einfach so random passiert. Vielleicht aber auch ziemlich nervig, wenn das zu oft random passiert, wer weiß. Ich glaube eher, es ist ein Item. Was glaubt ihr? Schreibt's gerne in die Kommentare. Und wir gucken weiter zum nächsten Ding. Und next Update, beep boop, sehen wir nochmal ein paar Leaks zur Tech World. Einmal haben wir hier dieses Bild, da gehe ich mal auf die Fullcam rauf. Das sind an sich nur Screenshots davon, wie die Tech World aussehen wird. Ich muss sagen, ich finde die Tech World Screenshots bisher gar nicht so schön. Es sieht mir alles noch so ein bisschen zu flach aus, aber ich will mich nicht beschweren. Es sieht immer noch besser aus als Pet Simulator X. Dann haben wir hier noch so einen Cyberwald, dann so einen kleinen zugewucherten Bereich, wo sich die Natur ein bisschen der Technik zurückgeholt hat. Ganz nices Topic, auch wenn mir diese Bäume ein bisschen zu matschig aussehen für meinen Geschmack. Und das hier sieht aus wie eine Unterwasser-Cyberwelt, was auch ein bisschen weird ist. Vielleicht kann man hier auch wieder schwimmen. Es sieht aber nicht so aus, als wäre hier Wasser. Es sind vielleicht einfach nur so Neon-Korallenriffe, wer weiß. Als nächstes haben wir hier noch einen Screenshot von ein paar der Pets, die rauskommen werden. Vielleicht auch von allen Pets, die rauskommen werden. Wir sehen hier einmal Preston und dann ganz viele Cyberpets. Er meint, wir sollen das Pet ganz links benennen. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Pet hier ganz links nennen würdet. Es ist vom Aufbau auf jeden Fall ein Axolotl. Vielleicht ist es ein Cyber-Axolotl. Vielleicht ist es aber auch zu simpel. Wenn ihr einen kreativen Namen habt, könnt ihr ihn gerne in die Kommentare schreiben oder halt auch gerne auf Twitter antworten. Auch wenn es vielleicht ein bisschen zu spät ist, um den Vorschlag einzubringen. Hier sehen wir auf jeden Fall noch eine Sphinx, einen Ladybug, eine Biene, einen Skorpion, einen Fuchs, ein Schwein, eine Kuh, ein Corgi, eine Fledermaus, einen Bullen, ein Kamel, was ist das? Ein Pony, würde ich sagen. Da hinten kann ich nicht ganz erkennen, ob das ein Waschbär sein soll. Hier vorne natürlich ein Agony, ein Drache und so weiter. Und als letztes habe ich hier noch diesen Tweet. Heute um 3 Uhr morgens hat Big Games gepostet: Daily Quest Machine, pick a card, any card. Das ist dann eine Maschine, zu der man hingeht. Da darf man dann eine Karte auswählen und kriegt dann wahrscheinlich eine Quest. Wenn man die Quest erfüllt, dann kriegt man wahrscheinlich eine Belohnung. Ich vermute aber, dass die Belohnung sich nicht unbedingt lohnen wird oder die Quest halt zu schwer sein wird, eins von beiden. Aber es ist halt ein weiteres Minigame, das hinzugefügt wird, also warum nicht. Dann gibt es noch ein paar weitere kleine Leaks, wie zum Beispiel diesen Screenshot hier von David. Das sieht aus wie Items, mit denen man Charmstones entfernen oder zerstören kann. Wenn ihr denkt, dass die für was anderes sind, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Dann gibt es hier noch so einen Cyber-Schlüssel, der irgendwo mal in den Files gefunden wurde. Und so einen schwarzen Potion. Ich habe keine Ahnung, wofür der sein soll. Und da könnt ihr natürlich auch gerne mal wieder in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wofür der sein soll. Aber ich gehe jetzt nochmal zu der Maschine, kaufe mir die nächste Frucht. Und würde euch fragen, was denkt ihr zu den Leaks?
Denkt ihr, das Update wird cool? Denkt ihr, das Update wird nicht so cool? Ich freue mich auf jeden Fall auf die Kommentare und vor allem freue ich mich auch darauf, wenn sich ein paar Leute von euch dazu entscheiden, in meinem Clan-Mitglied zu werden, weil wir wollen immer noch beim Clan-Battle gewinnen und uns fehlen noch ein paar Mitglieder. Wenn ich hier auf meinen Clan gehe, seht ihr, wir haben 72 von 75 Mitgliedern. Wenn das Video rauskommt, kann sich das natürlich wieder geändert haben. Aber wir brauchen auf jeden Fall Mitglieder mit mindestens 50 Sternen. Felix, war Let's Play. Aber viele Leute machen das auf jeden Fall sehr gut. Hier einfach 60 Sterne sogar von Fusel und einen habe ich gesehen vorhin. 63 ist krass, also alles, was über 60 ist, finde ich mega krass. Und 67 Sterne. Shoutout geht auf jeden Fall raus. 64 Sterne, ich weiß gar nicht, wie viel man überhaupt farmen muss, um so viele Sterne zusammenzukommen. Ich werde wahrscheinlich bis zum Ende des Clan Battles 50 Sterne haben. Ah ne, ich meine 60. Ich kann nicht rechnen. Ich werde wahrscheinlich bis zum Ende des Clan Battles selbst 60 Sterne haben, weil das letzte Achievement, das ich jetzt noch bekommen kann, ist Nutze die Magic Machine 100 Times und alle anderen sind basically unmöglich, es sei denn, ich würde richtig hardcore jetzt noch farmen die letzten Tage. Wenn ihr noch nicht 50 Sterne habt, dann versucht natürlich selber dafür zu farmen. Wenn ihr schon 50 Sterne oder mehr habt, dann kommt auf meinen Discord-Server. Da gibt es einen Channel und in dem Channel ist nochmal eine Einladung zum Clan-Server, auf dem ihr euch dann bewerben könnt. Ich freue mich natürlich drauf, wenn ihr es reinschafft. Und ich freue mich drauf, wenn wir den Clan-Krieg dann endlich mal gewinnen. Dafür gibt es natürlich auch eine Belohnung. Hier erstmal den Merchant leer kaufen, denn das ist auch eine Quest, für die man Achievements bekommt. Und die Vending Machine leer kaufen. Damit bin ich auf jeden Fall jetzt erstmal eine Weile beschäftigt. Ich werde noch ein bisschen angeln, um die Magic Machine durchzumachen. Aber das wäre es dann auch für mich mit dem Clan-Krieg. Und das wäre es auch für mich mit den Leaks. Es wird wahrscheinlich noch weitere Update-Leaks geben. Wenn das Video rauskommt, ist vielleicht sogar schon einer da. Wenn ihr sie sehen wollt, dann folgt natürlich Big Games auf Twitter. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Da werden alle Update-Leaks immer gepostet. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schaut euch doch einfach das Video an, das hier eingeblendet ist. Vielleicht gefällt dir ja das. Bis dann und ciao!